Lieben, und willkommen zurück zu Sahne Teil 2. Ich bin das Clara Grady und wir machen weiter im Geschichtsforschungsverein. Mal schauen, was uns da erwartet. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin dieses Spiel blind. Und, ich würde sagen... Ah, da geht's sogar rein. Wundervoll. Ich geh wieder raus. Mir fällt gerade auf, habe ich überhaupt eine Karte? Ich habe keine Karte von diesem Gebiet, oder? War ja klar. Du, mich, auch. Aber ich finde doch hier bestimmt was. In diesem Koffer ist nichts Interessantes. Wirklich nicht? Mist. Aber hier muss doch irgendwie... Irgendwo... Das Schloss ist wohl kaputt. Na super. Ist hier was Interessantes? Nein. Oh, Käsen. Irgendwie so viele Räume gibt es jetzt halt echt nicht. Das ist doch ein Pyramid Head, oder? Klar. Nebliger Tag, Nachlass des Urteils. Das ist der. Das ist der. Ist der jetzt aus dem Gemälde gehüpft oder was? Hier hing wahrscheinlich mal ein Bild. Nur die Erläuterung bleibt. Uferlandschaft. Alan Smiths Geburts- und Todesdaten unbekannt. Eine Szene aus dieser Gegend vor langer Zeit. Der Stil lässt daraufhin schließen, dass es um ca. 1820 entstand. Offensichtlich lebten damals viel weniger Menschen hier, wie die paar Gebäude erkennen lassen. Okay. Ich fürchte, wir müssen in diesen gruseligen Raum mit der gruseligen Musik, was mich sehr gruselt. Denn ich möchte das nicht. Hier hängt ein Foto. Kohlengrube Wilze. Okay. Dann laufen wir einfach mal in diesen hässlichen Raum mit dieser hässlichen Musik. Und bleibt ja eh nicht viel anderes übrig. Auf zu knurren. Hier ist ein Foto von einem sehr, sehr tiefen Loch. Was könnte das sein? Keine Ahnung. Dieses Foto zeigt den Direktor des alten Brookhaven Hospitals. Er scheint eine sehr bekannte Person in der Stadt gewesen zu sein. Mhm. Hier hängt ein Foto. Brookhaven Hospital 1880. Das Krankenhaus wurde als Antwort auf eine große Seuche gebaut, die auf eine Welle der Immigration in dieser Gegend folgte. Ursprünglich war es wenig mehr als eine Hütte, aber mit der Zeit wuchs es immer weiter. Okay, cool. An diesem Foto ist nichts Besonderes. Es steht nichts darauf, was uns weiterhelfen würde. Schade. Hilfe hätte ich jetzt gerne. Was ist das? Hallo? Dann halt nicht. Was geht denn hier ab? Ich will's nicht wissen. Stopp! Wir speichern! Oh nein, mein Herz! Was geht denn da ab? Gebäude der historischen Gesellschaft. Leute, ich will nicht. Was ist das? Ich zerr gleich... Ich ruck grad von dem Laptop weg und zerre dabei meine Maus fast mit runter. Das wäre nicht gut. So, Moment. Ich hätte das Kabel nämlich zwischen meinen Knien. Das ist halt uncool. Ja, what the... Bin ich bescheuert? Was? Ich habe keine Karte von diesem Gebiet, danke. Oh nein! Lange Gänge. Ich hasse lange Gänge. Ich habe Angst vor langen Gängen. Weil sich dann in meinem Kopf diese absoluten Horror-Szenarien ausbilden. Von wegen, oh ja, da springt mich gleich was an oder da springt gleich was aus dem Laptop raus. Und, ah! Ich habe Angst. Ich möchte nicht. Ha! Eine Tür.
Hier liegt irgendein Dokument. 11. September 1820, Häftling Nummer C221. Den Rest kann ich nicht lesen. Was ist das? Triff den Erste-Hilfe-Kasten. Ist doch gut. Nimm ihn doch. Eigenartig. Sieht aus wie ein Gefängnis halt, ne? Irgendwie so ein bisschen. Da linken ist eine Klingel. Kann man da an der Klingel klingeln? Nee, kann man nicht. Ja, ist doch okay. Gut, dann müssen wir wohl weiter in die Richtung. Was sind das? Geh da lang. Toll. Kann sich einfach mal die Kamera drehen? Gut. Wunderschön, hätten wir das auch geklärt. Es ist eklig. Wirklich eklig. Ha! Da ist ein großes Loch. Deshalb werden wir diesen Raum wieder verlassen. Noch ein Monster. Finde ich jetzt irgendwie total uncool. Ah! Tritt nochmal richtig dagegen. Mein Herzchen, ey. Also doch in das Loch. Och nein! Nein, ich will aber nicht. Nein, nein. Warum denn? Warum laufe ich eigentlich dahin, wenn ich es eigentlich gar nicht möchte? Aber wisst ihr, dieser Moment ist episch. Und genau aus dem Grund, weil der Moment so episch ist, machen wir jetzt hier einen Speicherstand und werden jetzt hier einfach cutten. Das war eine kurze Folge, aber ich will euch jetzt erst morgen erzählen, was wohl in diesem fremden Gebiet Nummer 1 ist. Neugierig? Ich auch. Werden wir nächste Folge sehen. Bis dahin, tschüssen!